Lass mich deine Wunden versorgen! Liebste Schwester, es heißt, der Kaiser habe den Kindern angesichts unseres ruhmreichen Sieges einen Tag schulfrei gegeben. Ich weiß, meine Neffen hätten lieber etwas zu essen. Wir sind hier auf verlassene Lager der Briten gestoßen, die von Vorräten überquellen. Wir essen unsere Kriegsbeute buchstäblich auf. Es gibt Brot, Eier und Bier. Sobald wir Amiens genommen haben, versuche ich, euch etwas zu schicken. To win this war, Amiens is vital to our plans. Ludendorff's orders are simple. We must secure Point Labyrinth situated in these ruins. We then advance to this bridge, Pont Neuf, capture and secure it. After that, we move into the city and attack the enemy at Place Longueville. Once this position is controlled, Amiens will be ours. Mir die Wunde mal ansehen. Soll ich deine Wunden versorgen? We have taken the sector. Clear the sector from enemy presence. Wollten Sie das zusammenbrechen? We have secured the sector. I
Hilfe! Nimm schon! Leg dich zusammen. Du bist verletzt. Ich kann dir helfen. Erste Hilfe, greif zu! Zieh mir die Wunde an. Nimm schon! We have taken objective butter. Hier, Mann, erste Hilfe. Clear the sector from enemy presence. Lass mich deine Wunden versorgen! Ich sehe mir die Wunde mal an.
objective butter. Remain. Bist du verletzt? Ich kann dir helfen. We are losing objective Charlie. Ich flick dich zusammen. Soll ich deine Wunden versorgen? We have secured the sector. Hier, erste Hilfe. Bist du verletzt? The final objective is within our reach. Half of our forces remain. We have taken objective apples. Lass mich deine Wunden versorgen! Ich helf dir! Mir die Wunde mal ansehen. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Hilfe, greif zu, Mann! Soldiers, the British army is beaten, and the German eagle is soaring over Europe. The Allies will surely now beg for peace, with our great leaders dictating all conditions. With Germany now controlling the vital railway hub of Amiens, the Allied armies in France would have been divided. And if Paris were to fall, the surrender of France would likely follow. In this situation, Britain would have no choice but to seek a truce while they planned their new strategy.
This speculative situation would surely impact the outcome of the war.